Hallo und herzlich willkommen bei einer neuen Folge Empyrean Galactic Survival. Ich freue mich, dass ihr eingeschaltet habt. Heute bin ich alleine, Pappnase muss arbeiten, deswegen nehme ich alleine auf, macht aber auch nichts. Ich habe ein paar Pläne, die ich mit euch durchziehen will in der neuen Version. Und ja, erstmal looten wir hier. Ich musste gerade Drohnen abknallen. Die Drohnen leer. Wir kriegen hier regelmäßig Drohnenangriffe, aber wirklich regelmäßig. Alle 10 Minuten gefühlt kommt hier einmal so ein Schwarm Drohnen und möchte uns fertig machen. Aber die sind Gott sei Dank nicht allzu stark. Und wir machen die ziemlich schnell platt. Gut, ja, ansonsten, es gibt natürlich noch einige Neuerungen, die wir noch nicht angesprochen haben, wie zum Beispiel unsere persönliche eigene Drohne. Die zeige ich euch gleich, wenn ich gelootet habe. Da braucht man nur F5 drücken und dann kann man seine eigene Drohne benutzen, zum Bauen zum Beispiel. Oh. Da sollten wir doch mal einen Helm aufsetzen, wenn wir so unter Wasser rumspazieren, ne? So. Unter Wasser finden wir auch einen neuen Rohstoff. Den kannte ich früher jedenfalls nicht. Es sind Algen. Da müssten wir einfach weiter in der Richtung laufen. Wir können ja nicht hüpfen. Und dann wächst da auch Algen und sowas. Die können wir dann benutzen, um Bioplastik... Ach, Bioplastik. Jetzt bin ich schon total durch. Um Biotreibstoff herzustellen. Und ja, den brauchen wir zum Beispiel für die Kettensäge. So, hellen wir da ab. Und wir haben eigentlich ganz schön Kohldampf. Ich habe gar kein Essen dabei. Ja, ich bin in den letzten... Folge wollte ich gerade sagen. Ich habe gerade ein bisschen was rumgeguckt hier. Da bin ich da hinten erschossen worden von so einem Raketenturm. Und deswegen habe ich mich so ein bisschen vorbereitet, um dort nochmal hinzugehen, meine Sachen wieder zu holen. Habe ich alle gelootet? Ja, ne? Die verschwinden ja Gott sei Dank von alleine. Werfen die Sachen mal in den Constructor. Das ist nämlich ganz gut. Hier kriegen wir viel Zeugs. Hier haben wir ein bisschen gespielt gestern noch mit der Pistole. Und ja, machen doch mal unseren Constructor voll. Der freut sich. Freigeschaltet habe ich mittlerweile das Scharfschützengewehr. Das habe ich da auch im Inventar. Und die Munition dafür, die ist natürlich automatisch. Ich habe Holzlatten hergestellt und das neue Holz. Also einfach nur Holzblöcke. Die sind ganz interessant hier. Das ist ja ein neuer Rohstoff und der sieht auch ganz cool aus. Hier ist er. Den dürfen wir natürlich jetzt nicht setzen. Den dürfen wir nur an der Basis ranbauen. Seht das? Ich mache mal auch Spaß. Nein, nicht hier. Das ist doof. Wir dürfen an der Basis setzen. So. Und das ist das neue Holz. Wunderschön. Sieht echt gut aus, ne? So, ja, jetzt haben wir so einen doofen Holzklotzer dran. Das ist ja egal, den können wir später wegbauen. So, die Drohnen verschwinden. Auf Wiedersehen, blöde Drohnen. Und wir machen uns mal auf den Weg zu meinem Todesort. Das müsste... Was haben wir hier? Hier ist die Epson-Waffenfabrik und hier haben wir so ein Comm-Center. Das hat ganz wenig Geschütze gehabt, aber das hat trotzdem eine starke Durchschlagskraft gehabt. Und hier ungefähr liegt mein Zeugs jetzt. Das möchte ich natürlich wieder haben. Aber erstmal machen wir ein bisschen Heilung und essen mal was. So, das haben wir ja schon. Ich habe den Eindruck, dass man hier mehr Energie hat. Also die Basis läuft länger. Mit dem bisschen Energie, die man hergestellt hat. Und hier habe ich noch ein paar Sachen drin, wie zum Beispiel Notverpflegung. Brauchen wir auch. Sauerstoff habe ich hier auch schon reingeschmissen. Können wir eigentlich auch nochmal auftanken. Boah, die gelben Striche müssen wir echt wegmachen. Aber Partner sagt das cool. So, ich mache einfach mal so Sauerstoff voll. Erstmal eine Notration, weil jetzt bin ich wirklich in Not. Und wander los. Habe ich noch ein Medikit vielleicht? Ich muss mal ganz kurz gucken. Denn wenn man kein Medikit hat, ne, hier ist schon mal keins drin. Was ist da eigentlich? Kühlschrank oder was? Eine Munitionskiste. 20 Schuss für das Scharfschützengewehr, mehr habe ich leider nicht, weil wir kein Magnesium, also wir haben keine Metallstücke mehr, doch ich könnte noch mehr machen, ne? Sehe ich auch zweimal. Dann nehme ich mir natürlich ein bisschen mehr Munition mit, weil wir haben noch 10 Metallstücke, 5 Metallstücke, jetzt haben wir gleich, wir hatten 10. Dann haben wir ein bisschen mehr Munition für das Scharfschützengewehr und dann können wir die Türme vielleicht platt mitmachen. Bin mal ganz aufgeregt. Hier sind Meeresalgen, daraus habe ich dann diesen Treibstoff hergestellt und wir könnten uns auch eine Kettensäge machen. Ist eigentlich eine ganz angenehme Melee-Waffe, aber... Brauchen wir jetzt auf der Schnelle, glaube ich, noch nicht. Gut, Lebensenergie gut, Nahrung gut, Sauerstoff gut. Auf zum Sterben. Quatsch. Ich wollte wegen Medikit gucken. Was, die gelben Striche sind echt furchtbar. Das dürfen wir natürlich nicht herstellen. Oh Gott, vergiss das. Wir müssen einfach Risiko eingehen. Wenn wir Glück haben, finden wir ja irgendwo einen Alien, der da rumläuft. Da hinten haben wir ja den Talon Guardian Tempel. Der ist ja in der Luft geflogen, als wir ankamen. Warum auch immer. Und wir wollen jetzt... Ja. Vergiss das einfach. Wenn wir so ein Alien finden, die sind ja lieb, die tun uns nichts, dann knallen wir den einfach mal überm Haufen, looten den leer. Manchmal haben die ja Medikits dabei. So, jetzt nehmen wir uns doch mal am besten... Nicht der Waffenfabrik. Da, der Kanonendrohne. Scheiße. Was habe ich jetzt an Munition eigentlich? Eigentlich gut.
In meinem Täschchen, was da hinten liegt, ist noch mehr Munition. Mal ein Jetpack aktivieren. Und ich hoffe, wir decken noch ein bisschen was auf, vor allen Dingen an Ressourcen. Denn ich möchte natürlich so schnell wie möglich einen Hoverwessel haben, damit wir uns hier schnell fortbewegen können, um vielleicht noch einen anderen Tempel oder irgendwas anderes frei zu schalten, würde ich gerade sagen, zu entdecken. Das ist nämlich ganz interessant. Die sind ja lieb und da kriegen wir seltenen Loot. Und gratis Sachen kriegen ist immer gut, ne? Boah, das sieht echt schick aus, ne? Wunderschön. So, 142 Schuss. Pistole, das müsste eigentlich reichen, um da hinzukommen. Ich hopp's mal so ein bisschen rum. Och, ich vermisse die Pappnase. Wir haben noch fast 3 Stunden Ingame-Zeit hell. Das müsste eigentlich lang. Da ist die Epsilon-Waffenfabrik. Die ist natürlich mega. Ach so, die Taste F5. Die hat eine coole Funktion. Dann starten wir eine eigene Drohne. Ich weiß nicht, wo die herkommt, aber sie ist auf einmal da. Und mit der können wir zum Beispiel bauen und mit uns selber erschießen oder was. Ich bin jetzt erschrocken. Okay. Die Drohne, die können wir nutzen, wie gesagt, zum Bauen später, wenn wir das brauchen. Wir dürfen aber nicht zu weit weg. Dann ist sie nämlich futsch. Gut, das ist ganz lustig, wenn wir 2 Drohnen haben. Man kann sich auch selber schubsen, das ist auch ganz lustig. Was stand da oben gerade? Ich habe es nicht schnell genug gelesen. Gut. Die Epsilon kommt sind. Ach, wir haben da sowas wie ein Fernglas mit einem Scharfschützengewehr. Hat da einen Geschützturm und der da oben, der hat mich gerade getötet. Das ist rot, dann wo ist meine Tasche? Die ist mir doch ein bisschen... Was ist das denn? Achso, ein Stein. Ein bisschen mächtiger ist die hier. Obwohl die sahen aus wie Geschütze, sind aber nur so Satellitenschüsseln. So. Oh, muss ja aufpassen. Jetzt so wenig Damage machen wie möglich, also selber Damage bekommen wie möglich, weil wir uns natürlich jetzt mit den Viechern anlegen müssen. Ich habe Kugeln hergestellt, ne? Jetzt liegen sie da im Constructor, super. Ich hoffe, 20 Schuss reichen. So, wo ist meine Tasche? Ich habe sie gerade da verloren. Hoffentlich ist sie nicht verschwunden. Das müsste da in dem Bereich liegen. Okay, ich sehe nichts. Boah, der Wind ist voll cool. Hui. Todesmutig. Da im Waldstück bin ich irgendwo schon. Und... Ne, gar nicht. Ich bin ja Richtung... Oh, was haben wir Damage gemacht? Scheiße. Ich höre doch eine Drohne. Oh nein, da kommt schon wieder eine. Ich bin ein bisschen weiter vorgelaufen. Fand nicht der Truppentransporter mäßig. Was? Explodier doch! Explodier doch! Danke. Boah, der schießt schon aus 1000 Kilometer Entfernung. Also, jetzt machen sie doch ganz schön Schaden. Trefft ihn nicht. Deckung, Baumdeckung oder irgendwas. Voll das UFO, ey. Also, schlau sind sie ja nicht gerade, ne? Komm. Ich höre was. Scheiße. Ey, ey, ey. Oh, oh. Oh, oh. Scheiße. Was zum Geier. Meine Rettung, meine Sachen retten werde ich nie hinkriegen. Hau ab. Irgendwo in Sicherheit. Nutzt meine gesamte Ausdauer. Wir werden beschossen. Lad auf. Ich weich noch geschickt aus. Nee, doch nicht. Aber die können wir gleich looten. Wenn wir die platt machen, können wir die looten. Ich höre eine Drohne, die ist die ganze Zeit hinter mir. Flieg, kleiner Soldat, flieg. Ich bin alleine. Das ist die Drohne. Ach, ich brauche das Scharfschützengewehr für die... Die suchen mich, die haben mich verloren. Wie viel Munition habe ich denn noch? Genug. So, wo sind denn die Penner da? Ich kriege hier Pässe, also treffe ich. Einfach random rein. Oh, 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 oh. Ey, was ist mit dem los? Was? Noch einer? Level 10 bin ich schon. Boah, krass.
Das geht kaputt. Nein, 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 nein. Das Nachladen ist echt mies. So, Drohnen sind down und irgendwo sind doch jetzt die Soldaten. Oh oh. Das sieht schon mal unheimlich aus, wie der da ankommt. Wo sind denn die Penner da unten? Sind die noch da? Nein, der kommt doch nicht zu mir jetzt, oder? Ey, der killt mich. Hau ab! So eine zarte Landung leg ich da wieder hin, wie gerade. Nein, 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 nein. Aua. Au, 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 au. Lauf, Forrest, lauf! Was ist der Schütze? Oh, 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 oh! Ich bin tot. Heidewitzka! Wie soll man das denn überleben? Das schaffe ich zu zweit und mit Pappnase nicht. Oh Mann! Okay, wir sind jetzt unbewaffnet, ne? Heimatbasis. Heieieiei. Kriegen gerade Lebensenergie dazu, schön. Da kann ich nur heieieiei sagen. Das habe ich mal verkackt. Also es wirkt schon ein bisschen krasser, ne? Muss ich sagen. Hier die 10 Schuss nehmen wir uns mal mit. Kettensäge. Mal wenigstens eine Mili-Waffe. Dann holen wir uns unsere Sachen wieder. Schon wieder. Ich hole meine Sachen wieder, weil ich sie wiederholen wollte. Ein bisschen übertrieben viel kommt da aber, ne? So, jetzt haben wir gleich dunkel. Scheiße. Ja, auf dem Berg. Nur weil ich einmal was erkunden will. Ich wollte doch eine Blaupause anfangen heute. Naja, mal gucken, wie viel wir schaffen. Ich vermute mal, dass meine zwei erste Tasche, die ich da verloren habe, jetzt weg ist. So, ich sehe jetzt Kanonendrohne, Comcenter ist 700 Meter weit weg. Wir hüpfen ganz fleißig über den Berg. Aber wenn der auf uns schießt, dann wächst bei uns kein Gras mehr. Da komme ich mit der Kettensäge wahrscheinlich gar nicht auf ihn hin. Das schaffe ich gar nicht. So, wo bin ich denn jetzt hier? Da hinten war der Ort des Geschehens. Ich vermute mal, dass diese Drohne... Ach, scheiße. Dass diese Drohne immer kommt. Also diese Transportflügel, weil wir da so nah am Comcenter dran sind. Und der das natürlich verteidigt. Ne? Das ist natürlich krass gemacht. Rucksack steht da sogar. Das stimmt da gerade gar nicht. Der verschwindet tatsächlich nach der Zeit. Das ist ein Monster. Okay. Der hat uns nicht gesehen. Hoffentlich. Und wenn wir den killen, vielleicht hat er ja Loot. Hat er mit Sicherheit. Drohnen sind auf dem Weg zu deiner Basis. Ja, sollen sie mal machen. Machen eh nichts. Wuppa. Oh, wo ist er hin? Was ist da? Blue. Also einen Alien haben wir mal platt gemacht, immerhin. Ich muss nachladen. Haben so viel verschossen. Ich höre ihn. Ich sehe ihn nicht. Also das Kämpfen fühlt sich besser an als früher. Ich höre ihn, aber ihn sehe ihn nicht. Nur sein Köpfchen. Bleib stehen. Down. Der hat mich aber voll erwischt. Wie gut EP ist. Da ist noch irgendwas. Da ist er. Das Vieh. Was ist das denn? Aber schöne Sachen. Ein einziger kam daraus, das ist nicht wirklich viel. Nein, der hat mich gesehen. Oh, oh. Oh, seltsames Vieh. Da
fällt mir auch ein, dass in der Basis natürlich ja auch noch welche drin sind, ne? So, da sind die Drohnen noch, Gott sei Dank. Oh, der Sonnenuntergang. Oh, boah, wie gemein. Ist jetzt genau da wegge... Oh Gott. Lad nach, lad nach, lad nach. Boah, Gott sei Dank. Boah, gibt das viele P's. Alien-Teile. Moment, mach mal hier so ein... Was? Ich hab doch... Ich hab das Jetpack ausgemacht, ich Depp. Da hinten läuft auch noch einer. Oh. Ich muss besser zielen. Ich muss viel, viel besser zielen. Okay. Das ist nicht das Scharfschützengewehr. Wer schießt auf mich? Da, eine Drohne. Scheiße. Ich krieg keine EPs, dann treffe ich... Oh, ich habe keine Munition mehr. Meine schöne Muni. War noch ein falscher Truppentransporter nähert sich. Nicht schon wieder. Boah, lädt er langsam nach. Was, die ist auch viel stärker. Ach, das ist ein normales Alien. Ich brauche definitiv mehr Munition. Da kommt der fucking Truppentransporter. Pistolenmunition. Ich hau ab. Ich höre irgendwo was. Scheiße. Warum ist mein Bild so dunkel? Ich muss nach Hause. Ich gebe auf. Au, 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 au. Lauf, Forest. Schon wieder. Die sind zu hardcore. Ich brauche einen Pappnase. Alleine schaffe ich das nicht. Der ist erst ab 4 Uhr wieder zu Hause. Oi, oi, oi. Weg ist er, der Transporter. Wo fliegt der wohl hin? Jetzt sehe ich hier nichts mehr. Meine Tasche ist wahrscheinlich weggespawnt, würde ich sagen. Weg. Müsste irgendwo da nah dran sein. Okay. Verzweifelter Versuch. Scheißendreck. Ich gehe nach Hause. Oh nein, die sind alle bei unserer Basis. Ich habe sehr viel Material verloren, muss ich sagen. Und überhaupt nichts gefunden. Okay, eine Fehlfolge. Schade. Pappnase fehlt doch, man merkt das schon. Man muss doch zu zweit sein. Ist einfacher. Wo das Spiel ja eigentlich auch Singleplayer ist, ne? Wenn man will. Jetzt haben wir da einen riesen Haufen Drohnen. Wie soll ich das mit 37 Schuss wegkriegen, das Zeugs? Oh Gott. Ah, fuck, Pastor. Ich hab die ganze Zeit geschafft, dass sie nicht hier unten ist. Wir müssen einen abknallen, den seine Munition zocken. Ah, die verschwinden, oder? Also die hauen ab. Die kommt immer näher. Oh, wir haben so wenig HP. Die suchen mich. Ha, findet mich aber nicht. Die Minigun-Drohne wegmachen. Ja, wenn ich überhaupt nicht treffe, dann... ist ja kein Wunder. Jawohl. Die andere sucht noch, die kriegt nichts mit. Aber irgendwer hat was mitbekommen. Oh nein, über mir. Jawohl, 61 Schuss, perfekt. Muss ich bewegen. Ist auch neu mit dem dunklen Bild, ne? So, nächste Drohne drauen. Drohne down. Wo ist er? Da unten. Jetzt keinen Sturzschaden kriegen, das wäre eine Katastrophe.
Rambo-mäßig. Gleich unterrollen und dabei schießen. Und looten. Also ich laufe nicht, das macht er von allein. Noch mehr Drohnen über mir. Aber wir haben es gleich geschafft. Machen wir gut Munition. Und ich wollte doch den Millennium Falcon euch zeigen, den ich im Workshop runtergeladen habe. Scheiß auf hier. So. Das trifft er nicht. Dann. Boah, der letzte war ja super gut. Komm her, ich mach dich kaputt, ey. Unterschiedlich stark sind die Gefühle, ne? Ich hab gleich richtig Kohldampf. Der Guardian Tempel. Also ich muss den erstmal aus dem Weg gehen, den ganzen Zeugs hier. Die machen mich sonst ganz schön eiskalt, ne? So, ich will jetzt nicht springen. Ich gehe zur Basis. Oh nein! J! Es ist eh finster. Es wird gleich wieder Tag. Dauert noch ein bisschen. Mal sehen wir uns in der nächsten Folge. Pappnasse ist wieder mit dabei. Nehmen wir ab 4 Uhr heute Nachmittag auf. Wird lustig. Bis dann.